Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Das Leben für jemanden, der keine Filme sammelt, muss so einfach sein. Man sieht irgendwo was, das einen interessiert, man schaut es an, entweder es gefällt einem oder es gefällt einem nicht. Aha, ja gut, cool. Und falls einem irgendwas ganz besonders gefällt, dann legt man sich's vielleicht irgendwann einmal in ein Regal. Aber als jemand, der Dinge sammelt, hat man es dann teilweise schon schwieriger. So wie ich beispielsweise, der gerne alle Shaw Brothers Produktionen in seiner Sammlung hätte. Ja, ich weiß, wie viele Filme die gedreht haben, aber dann habe ich aber auch das Problem, dass selbst wenn ich von einem Film schon eine alte deutsche Veröffentlichung habe, dass dann einfach irgendwo anders vielleicht eine wesentlich bessere Version auf den Markt kommt, an der man dann ebenfalls nicht vorbeikommt. The Chinese Boxer mit Wang Yu ist übrigens ein genau solches Beispiel. Der Film hört im deutschsprachigen Raum auf den Titel Wang Yu, sein Schlag war tödlich. Alternativtitel übrigens Wang Yu, sein Schlag war immer tödlich oder Wang Yu, jeder Schlag ist tödlich. Das ist natürlich absolut abwechslungsreich, wobei es tatsächlich laut OFDB auch noch den Alternativtitel gibt. Und jetzt haltet euch bitte an irgendwas fest und entfernt scharfe Gegenstände aus eurer Nähe, denn es heißt dieser Film auch noch mit einem Alternativtitel Ping Pong, täglich knirschen alle Knochen. Ganz ehrlich, wenn du derjenige bist, der den Filmtitel Ping Pong, täglich knirschen alle Knochen bist, erfunden hat, schreib mir ein E-Mail, ich möchte dich auf ein Bier einladen. Auf jeden Fall ist der Film Sein Schlag war tödlich, hierzulande eben einerseits sogar von MIB schon auf DVD veröffentlicht worden, dann von TVP, X-Rated hat eine Auflage gebracht, aber es gibt mit einem... Naja, sagen wir jetzt nicht ganz so leibenden Cover, sogar von WVG eine Blu-ray-Veröffentlichung seit 2017, die auf dem guten alten Celestial Master basiert, aber jetzt hat halt auch 88 Films in England eine Auflage auf den Markt gebracht. Was interessant ist, der Film war damals in England natürlich in der Videofassung geschnitten, aber jetzt für die Blu-ray hat man sich keinen geringeren gesichert als Kung Fu Bob, der ursprünglich eigentlich von den Shaw Brothers Veröffentlichungen von 88 gar nicht die Artworks gemacht hat, sondern eigentlich erst bei den Jackie Chan Veröffentlichungen dazugestoßen ist, aber nachdem Leute aus, ja, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, Gründen sagen, dass Kung Fu Bob einer der genialsten Cover-Zeichner ist und einfach nur großartige Arbeit abliefert, haben sie sich gedacht, wir lassen den guten Kerl jetzt auch einfach mehr machen und er verschönert jetzt auch die neuen Shaw Brothers Boxen, was für mich natürlich bedeutet, hey, kann ich mir teilweise dieselben Filme einfach noch einmal ins Regal holen, aber ganz ehrlich, die Kunst von Kung Fu Bob ist es einfach wert. Schaut euch einfach einmal an, wie genial dieses Gesicht hier aussieht, das ist wirklich genau der Blick, den ich mir vorstellen würde, wenn ich höre Ping-Pong, täglich knirschen alle Knochen. Außerdem hier wirklich absolut schön, wie diese Dynamik hier in diesem Gesicht und in diesem Bild drinnen ist. Schön eben, wie es im Hintergrund immer zu ein bisschen schärfer wird, aber diese Hand hier mit diesem typischen Unschärfe-Effekt daherkommt. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen ausschaut, ich weiß nicht, der schaut gerade ein bisschen aus, als würde er entweder die Brust rausstrecken oder hätte sich in der Drehung das Genick gebrochen. Dafür gibt es aber noch ein paar andere wirklich coole Elemente hier auf diesem Frontcover-Artwork. Das Ganze ist wirklich absolut wunderschön gezeichnet. Das Einzige... Was mich allerdings bei diesen Veröffentlichungen jetzt wirklich ärgert, ist ein Problem. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wem ich daran die Schuld geben soll, ob das jetzt diese Veröffentlichungen sind oder die anderen, denn 88 Films hat grundsätzlich einfach immer das 88 Films Logo oben auf dem Schuber gehabt und bei den Shaw Brothers ist das Shaw Logo oben und das 88 Films Logo unten. Das passt für mich als Einheitlichkeitsfetischisten einfach überhaupt nicht, aber es ist halt trotzdem die Frage, was vorher da war und warum man es dann irgendwann einmal anders gemacht hat. Aber wir können einmal eben hier neben den Bildern auf dem Backcover hier auf vor allem die Informationen hier rund um diese Edition schauen. Es steht sogar hier, dass es sich um einen
um ein HD-Remaster handelt. Ob das jetzt aber eben wirklich bedeutet, dass 88 Films hier noch einmal Hand angelegt hat bei dem Film, das kann ich nicht sagen. Wir bekommen aber auch eine englische Tonspur und eben nicht nur eine Originalfassung mit Untertiteln. Der Film war eben auch damals auf der alten britischen Videokassette synchronisiert. Interessant finde ich übrigens auch, dass hier Scanner wo Keep Cases zum Einsatz kommen und nicht so wie bei den Jackie Chan Filmen normale Keep Cases. Das ist aber auch dem geschuldet, dass eben bei dieser Asia-Edition von 88 Films immer diese Cases zum Einsatz kamen und dass hier die Spines eben auch komplett anders aussehen mit dem Shaw Brothers Logo und eben hier mit diesem 88 Asia Collection Schriftzug hier unten. Das ist ja mittlerweile schon die Nummer 27 aus der Reihe. Ist jetzt tatsächlich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, der erste Titel aus wirklich dieser Asia Collection, den ich mir in die Sammlung hole, was einfach nur daran liegt, dass ich bei den bisherigen Titeln nicht zugeschlagen habe, weil ich da meistens schon irgendwelche deutschen Auflagen und sonstige Sachen hatte und mir eben die Verpackungen dann doch nicht so zugesagt haben, dass ich unbedingt einen Neukauf brauchte. Wir finden hier ein sehr schickes Element hier von dem Kung-Fu-Bob-Motiv auch auf der Disc, können dann hier auf das Wendecover schauen, das natürlich auch hier das alte Original Hongkong Filmplakat zeigt. Das ist komplett anders als das alte deutsche Motiv, wobei dieses Motiv schon auf einer Hardbox von TVP auf einer Hardbox von TVP zum Einsatz kam. Ist eine recht coole Sache, aber die Coolness nimmt noch kein Ende, denn wir bekommen tatsächlich hier bei diesem Release auch noch ein Poster mit dazu geliefert. Da bekommen wir auf diesem circa A3-formatigen Poster mit sehr dickem Papier auf der einen Seite eben das neue Kung-Fu-Bob-Motiv, dieses Mal übrigens sehr cool, mit dem Originaltitel des Films und eben nicht mit dem alternativen englischen Titel und dazu dann natürlich eben auch auf der anderen Seite hier das Originalplakatmotiv ebenfalls im Posterformat. Das ist eine nette Sache. Und last but not least wartet hier dann ein Booklet auf uns. Da gibt's, finde ich, schon außen einige coole Bilder zu sehen. Aber wir können, sollen natürlich an der Stelle auch hier einmal durchblättern und finden da einige Essays, einige Informationen eben zu diesem Film, beziehungsweise eben wahrscheinlich, nehme ich einmal an, auch dessen Aufbereitung und dann last but not least auch ein paar Bilder aus dem Film. Aber im Endeffekt ist das, finde ich, eine wirklich wunderschön aufbereitete Edition mit einigen wirklich coolen optischen Schmankerln, aber nichts beeindruckt mich einfach so sehr wie hier dieses wundervolle Cover-Artwork von Kung Fu Bob. Das sieht wie immer bei ihm einfach nur großartig aus.